Servus und willkommen zu einer neuen Folge von ARK. Mit mir auf dem Server ist wieder unser Rohrschneider. Hallihallo. Wir lassen unsere Viecher mal da. Jo. Mittlerweile habe ich auch einen Bogen gebastelt. Ein paar Pfeile hat nur ewig gedauert. Rohrschneider hat auch einen bekommen. Ja. Und wir werden jetzt mal wegen hier entlang laufen, weil, wie gesagt, auf der Minimap, wenn man so sieht, wir waren hier noch nirgends. Wie gesagt, ich habe das alles resettet. Extra nochmal fürs LP. Versuche auch nicht auf der anderen Karte zu viel zu machen, wie gesagt, aber das wird. Schau mal, der Bug drum, ist es World of Bugs. Nee. Wo bist du denn? Ja, an dem Pronto laufe ich gerade vorbei. Am Eis. Hallo. Hallo. Hallo, Toto. Wie gesagt, ich hoffe, dass jetzt mit der Welt nichts mehr passiert. Man darf halt nichts. Das Problem ist halt, es ist ein Early Access. Es kann immer wieder was passieren. Steckst du gerade einen Stein? Ja. Muss nur noch ein paar, falls ich mal Werkzeuge reparieren muss. Eine Idee. Bisschen Material in die Tasche haben. Ich weiß auf jeden Fall, dass auf der anderen Seite was Lustiges ist. Super, was bekomme ich raus? Ein Stein, ein Metall, noch ein Metall. Jetzt kriege ich Flint. So, dann laufen wir mal hier in der Bucht entlang. Also mit der Bucht habe ich auch einiges vor. Das heißt, hier kommt dann unser Hafengebäude hin und unsere ganzen Hafenviecher und so weiter und so fort. Drüben ist ein Dilo, ein böser, garstiger. Ein Dilo? Da drüben. Ein Dilo. Ich würde mir erst Gedanken machen über die Handtasche, die wo hier normalerweise immer rumrennt. Die mache ich platt, wenn die kommt. Mhm. Wenn du sie früh genug siehst. Das letzte Mal auf dem Land bin ich schneller. Ja, das Problem war, das letzte Mal bin ich einfach daneben gelaufen und hab's erst zu spät gesehen. Ein Dodo. Wir laufen Strikes rum. Strike. So. Muss ich mal gucken, geht der Fluss länger rein? Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall auch noch eine Brücke rüber bauen. Au. Schnell raus. Au. Au, 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 au. Du. Blö. Ups. Super. Tschüss. So nicht, mein Freund, so nicht. Ja. Wir killen eine Piranha. Auch noch eine? Was sind das Pflanzen? Hier hinten, vorher hier sind nur Pflanzen. Denk mir mal wegen den Rücken. Ich habe die ganze Zeit geguckt, ob da ein Piranha ist. Nirgends einen gesehen, da kam der von hinten, die Sau. Von hinten kostet's Hundesteuer. Toll, wie soll ich jetzt darüber kommen? Ja, indem du dasselbe machst wie ich. Ich habe gesagt, du sollst hinter mir bleiben, mit mir den Rücken decken. Super. Ja, hab ich doch. Ich habe von oben geguckt, ob dir was folgt. Ja, genau, weil du denn dann getroffen hast, ist klar. Ja, hallo? Sniper, Mann. Ja, ja. Im Wasser wirkt das nicht, aber es wurscht. Moment. Kann ich mir noch Speere bauen? Primitive Waffen? Schieße ich die ganze Zeit Pfeile. Leder, Leder, Leder. Oh, Speer, den habe ich auch wieder bekommen. Jetzt habe ich einen Speer bekommen.
Hey? Achso, der hat sich gerade gecraftet. Guck mir gerade, hä? Ist jetzt witzig oder was? Das ist ja auch mies jetzt hier mit dem hohen Gras. Ja. Irgendwie müssen sich ja die Schlangen und die ganzen Scheißviecher auch verstecken können. Ich hoffe ja, dass ich einen der ganz neuen Viecher finde. Ja, okay, irgendwie hoffe ich es nicht. Vor allem diesen Kammrücken Urzeit-Dino. Oder Lebewesen. Keine Ahnung. Hallo Dodo. Ich sehe das gleich kommen. Gleich wird uns was Großes angreifen und steht Rohrschneider da. Ich habe keine Pfeile mehr. Nein, ich habe den mit meinem Speer getötet. Wird nicht so schnell alleine weit vorlaufen. Wo bist du denn schon wieder? Ja, ich bin halt Weile gelaufen, weil ich nicht mit Dodos rumspiele. Doch. Ganz Dodo-Armee auslöschen hier. Bringt auch Leder und sind einem ungefährlicher als alle anderen. Wir haben aber gesagt, wir wollen uns die Gegend angucken und nicht die Dodos. Achso. Von innen. So, vor allem die Gegend. Hier bin ich ja noch nie rumgelatscht. Jetzt wirst du gleich sehen, dass ich auf einmal auf einer Map bin, wo wir schon mal waren oder so, und auf einmal taucht was auf. Hier laufen wieder 1000 Trikes rum. Flugosaurier. Level 20 Trike. Hallo, aua. Ey, schubst mich nicht. Dann schubst dich zurück. Ah, will ich sehen. Schildkröte. Ja, sogar Kleopatra. Nee, die heißt anders. Cassiopeia heißt der meine. Hier ist schon wieder viel Wasser. Bin ja mal gespannt, ob da noch andere Möglichkeiten reinkommen, um Flüsse zu überqueren, als ein Floß, ein Boot oder so, die weitaus größer sein können. Wäre bestimmt cool. Ich hab da was gedeckt. Tschüss. Der ist weit genug. Guck ich mir von hier hinten an. Oh. Super. Wir sind sehr weit gekommen. Komm. Kommen Sie mal mit. Schisser. Ja. Und wenn wir denselben Weg jetzt wieder zurücklaufen, haben wir nichts gesehen. Und jetzt hier hoch, sagst du? Ja, mal wenn durch den Wald laufen. Bugs Bunny suchen. Ich schätze zwar, wir werden eher der Bugs finden als Bunny. Ja. Genau, laufen wir immer noch in die Richtung zu dem Viech. Das ist uncool. Da ist aber im Wasser. Das ist ein Wasserviech. Kein Landtier. Musst hoffen, dass wir keine Raptoren und keine Rechse finden. Das sind nämlich keine. Also ich hoffe, dass dein Wassertier weiß, dass es ein Wassertier ist. Ja, weiß es. Den habe ich jetzt noch nicht im Land gesehen. Im Inland, so rum. Hier ist noch Reitisaurus. Mal auf die Map gucken. Hä? Wo ist er schon wieder hin? Da. Ich war gerade vor dir. Wie gesagt, wir sollten zusammenbleiben, weil sonst haben wir ein Problem. So. Ich könnte wieder nach Hause. Nee, das Problem ist nicht nach Hause finden. Das Problem ist, wenn da was Böses kommt, auf uns zurennt, zu zweit kriegen wir es weg. Alleine nicht. Ich muss auf jeden Fall mal die Einstellungen finden, dass die Sonne nicht so blendet. Alter, da musst du in dem Spiel eine Sonnenbrille anziehen. Oh. Vielleicht wird man dann auch braun vor dem Bildschirm. Das war mal was Cooles. Braun werde ich bei der Arbeit.
Ist so scheiß dich voll oder was? Ja. Ich sehe da unten, was. Das will ich nicht sehen. Oh, was? Wo? 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 Fängt mit R an. Hört mit Abdo auf. Glaube ich zumindest. Siehst du den? Da hinten an den Stein. Alter, hast du gekifft oder was? Ja. Lauf mal hin. Schau mal, siehst du den am Baum? Ja, da, zwischen die Steine. Da, der steht gerade so richtig cool in einem... Nein, den wollen wir jetzt nicht angreifen. Okay, dann lass uns mal in die Richtung hier abhauen. Ey, das macht bestimmt Spaß in Jurassic, in Jurassic World oder so. Oder Jurassic Park. Einfach mal durch, quer durch die Pampa laufen. Mit, paar Stücken Fiber und ein Flint. Ja. Das juckt bestimmt die Dinos. Interessiert die bestimmt. Ganz dolle. Ja. Hey, der sagt, ey, kratz mich. Ja, obwohl so ein Raptor geht ja noch. Die sind ja nicht ganz so... Ja, aber du weißt trotzdem nicht, wie dick das die Haut ungefähr von denen war. Oh, weiß ich nicht. 5-6 Zentimeter. Mhm. Versucht dann mit dem Flint mal durchzustechen. Oh doch, Flint geht. Das ist, muss ja überlegen, die Urzeitmenschen haben ja auch mit Flint, Speeren und so auch Mammuts zerlegt. Also, ja, die Mammuts hatten, ja okay, wobei die Felle waren die auch waren ziemlich dick. War noch Fell und dicke Haut. Moment. Wir sind ja hier im Aufnahmemarathon, deswegen muss ich ab und zu mal Kaffee trinken. Ich hab da was entdeckt. Es dreht sich im Kreis und spielt Karussell. Oh, nee, es dreht sich im Kreis und spielt Roulette. Das klingt sich besser. Also nochmal, ich hab da was entdeckt. Es dreht sich im Kreis und spielt Roulette. Ja. Hallo, Handtasche. Ich guck's mir von hier oben an. Es hat sich, glaube ich, gerade entdeckt, oder? Nein, es will den Dodo fressen. Aber ich glaube, es hängt fest. Richtig. Darf ich ihm Pfeil ins Gesicht schießen? Ich habe schon den vierten losgeschossen. Schon der fünfte. Wir brauchen Fleisch. Stirb mal. Also wie gesagt, sobald dieser Bug draußen ist, wird Ark, glaube ich, dreimal so gefährlich wie momentan. Ich glaube, es ist tot. Glaubst du? Ja. Hat zumindest alle Viere von sich gestreckt. Mit was schlachten wir das denn am besten? Am besten muss ich erstmal reparieren. Natürlich habe ich kein Reparationsmittel also, dabei. Das hat mir immer noch nichts gesagt, mit was ich schlachten soll. ich glaube mit der Axt. Schau erstmal, ob du was noch rauskriegst. Ein Fleisch, zwei Leder. Ein Fleisch, ein Leder, zwei Fleisch. Drei Leder. So, ich habe jetzt 6 Leder. 11. Glaube ich, okay. Hast du Prime Meat rausbekommen bis jetzt? Nein. Wir hätten ein Maultier mitnehmen sollen. Um das Fleisch nach Hause zu kriegen. Jetzt habe ich Prime. Jetzt habe ich ein Prime gekriegt. Okay. Wie lange hält es jetzt bei dir im Inventar? Ich guck gerade. Prime hält bei mir im Inventar 11 Minuten 20. Ja, das passt. Das klingt doch schon mal besser als früher, ne? Als eine Minute 10 oder so. Okay, das heißt, wir ziehen wieder den Speer an. Und ab nach Hause. Bin gespannt, wann ein scheiß Piranha mal am Arsch pappt. Momentan brauchen wir nichts mehr zum Essen. Also lassen wir auch die Fische in Ruhe.
Das war gar kein Piranha, das war ein normaler Fisch. Weißt du? Ah ja. Okay. Hallo Laufo. Ihm aus dem Weg, Laufo. Ich muss laufen. Hey, warum rennst du so? Weil ich das Fleisch in der Tasche hab. Ja, und du hast 10 Minuten Zeit, Witzbold. Ja. Ich muss den Kühlschrank bauen, nicht du. Ja, gib Gas, gib Gas. Nee, weil wir sind hier nicht im Renn-LP, sondern im Lauf-LP. Ich bin sowieso schon wieder fast verhungert. Der Kumpel mit seinem Schwengel schwengelt hier immer noch rum. Oh. Aber das Haus erkennt man jetzt auch von Weitem, das finde ich cool. So, so, so. Vor allem ist es schön versteckt, finde ich. Ja. Ich habe jetzt zwar noch keine Ahnung, wo wir den, ja okay, wobei. Kühlschrank können wir mal versuchen hier hinzustellen. Das heißt, ich brauche jetzt da Strukturen. Fried. Ich brauche 30 Steine, okay. Das ist jetzt, glaube ich, das wenigste Problem. Draftable. Hast du 9 Minuten. Ich glaube, in der Zeit können wir es durchbrennen. Soll ich das mal durchbraten? Ja, ja. So. Okay, jetzt bin ich gerade komplett erschrocken. Keine Ahnung, was Rohrschneider gerade treibt. Wieso? Ach, es hat gerade gerauscht wie Sau. Echt? Ja. Als hättest du gerade die Dampfmaschine deiner Kaffeemaschine angemacht. Nee. Sowas tue ich nicht. So, das heißt, wir haben jetzt unseren Kühlschrank. Da haue ich jetzt mal wegen Spark Powder rein. Jetzt hat das Fleisch Prime Meat 3 Stunden 45 im Feuer. Ja, dann schmeiß es dann mal in den Kühlschrank. Im Inventar hat es nur noch 45 Minuten. Ja, das Problem ist jetzt, dass es sich nicht mehr, dass es halt dieser Bug uns da wegen den Strich durch die Rechnung macht. Aber da können wir nichts dagegen machen. Und im Kühlschrank hat es jetzt 7,5 Stunden. Ah, das heißt, wir müssen es dann am Schluss essen. Ja. So, aber jetzt kann ich hier noch mehr Fleisch reinpacken. Wie gesagt, der Bug ist normalerweise, wie gesagt, wenn man das in einem im Inventar hat, sozusagen, er vergisst auf dem Weg vom Ofen ins Inventar, dass er eigentlich eine andere Zeiteinstellung hat. Also die wird nicht richtig übernommen. Ah, 3 Stunden 16, das klingt doch schon mal ganz gut. So, wie lange hält das Fleisch? 34 Minuten. Und jetzt hier 5 Stunden, das ist mal eine anständige Zeit. So, Kühlschrank ist voll. Fast voll. Da muss noch Fleisch rein. Gebratenes Fleisch muss auch noch rein. So, 100, 99 und 1. Aber so hat man wenigstens immer mal wieder immer was zu essen da und nicht, Ja. So, ich nehme mir das mal raus. Das Prime Meat 8 Minuten 50. Laufe ich mal rum. Ein paar Meter. Da ist schon mal was ich suche. Ah, du bist ein Level 100! Alter! Na? Was willst du denn jetzt gerade umhauen?
Problem ist gerade, ich komme nicht mehr an meinen Pfeil ran. Du kommst nicht mehr an deinen Pfeil ran? Ja, an meine Narkosepfeile. Ah, jetzt komme ich ran. Hahaha. Jetzt hat er die Arschlochkarte gezogen, der Kleine da unten. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Fast vor der Haustür. Komm. Ja, nicht ins Wasser laufen, Trottel. Ich muss hoffen, dass er jetzt zurückkommt. Haut ein Level 100er Dilo ab, ich glaube, ich hänge. Ich hab gedacht, so hohe levelliche Viecher können hier gar nicht rumlaufen. Aber wie es aussieht, geht's doch. Level 100, ich glaub's ja. Ist abgehauen, oder? Ja, ja. Die hauen jetzt ab. Kriegt mir vor, sie sterben, hauen sie ab. Und jetzt kommen sie wieder. Ich bin blind. Nein! Ihr Idioten! Na super! Dumm und dümmer kam er mir zu Hilfe. Oder warst du das gerade? Nee. Ich war hier hinter dir. Ich hab die dann auch nur noch an. Ich hab dem Narkosepfeil reingehauen. Scheiße! Das war ein Level 100. Super. Jetzt wissen wir, bei uns kann zu Hause nichts passieren. Nee, jetzt wissen wir, dass wir den hätten tamen können. Ich habe das Prime Meat in der Tasche. Das wären zwei oder drei Futterhubs gewesen, dann wäre der getamed gewesen. Wir müssen einen neuen suchen. Aber kein Level 100. Wo ist denn der Kleine hin? Zusammenlaufen. Ah, ich hab die Hose verschissen. Sau. Aufs Klo. Hä? Wo bist du denn schon wieder hin? Nach oben. Oben. Ich weiß ja, wo ich ihn gefunden habe. Und ich weiß, gegen was er gekämpft hat. Hallo. Bist die falsche Richtung. Hä? Jetzt bist du fast richtig Richtung, weil ich glaube. Ah, da ist er. Ach, da. Wo ist denn dieser Kleine hin? Oder ist der auch gestorben? Der kleine Fuzzi. Ja, super. Hast du was zum Essen dabei? Sonst muss ich Prime Meat essen. Hast du nichts mehr? Nee. Inventar. Buch. Falsche Tasse. Da. Da draus und hier und Drop Item. Da. Achso. Ja, die fressen hier schneller, als man gucken kann. So, das heißt, ich muss jetzt hier schnell lang rennen. Vielleicht finde ich noch einen. Ich weiß noch nicht, ob Roshan jetzt mitgekommen ist. Ja, ist er. Bin da, bin da. Da hinten ist wieder die Armee der Dodos. Auf der anderen Seite ist noch was, was wir tamen können. Wo? Na, da drüben, da. Das Koko wird schon total tot sein. Braucht nur einen Trike falsch angeguckt haben. Da ist auch ein Trike. Noch ein Trike. Ich merk's gerade, die Viecher scheißen uns jetzt was. Da drüben ist doch noch, oder? Ist das eine Schildkröte? Hey. Das ist eine Schildkröte. Achso doch, das ist die Schildkröte. Aber wenn ich noch einen süßen Dino haben will. Auch Schildkröten?
Wenn man einmal so eine Scheißviecher haben will, ne? Ja. Gehen sie alle stiften, wenn sie vom Spiel sofort entfernt. Mach mal einen Langhals. Ja. Auf den Strand gelegt. So. Nö. Man hätte gesagt, laufen wir mal wieder zurück. Gehen auf der anderen Seite. Gehen wir mal durch den großen Tunnel. Das sind die Flug... Du blödes Arschding-Viechgerät. Lauf woanders lang, ey. Redest du gerade mit unserem Großen? Ja, mit dem anderen dreispitzhörnigen Viechgerät. Aber ich sehe gerade, als er hier hinten ist, schaut schon hier geil aus, ne? Ja, aber ich möchte jetzt hier nicht ins Wasser gehen, glaube ich. Nein, das nicht, aber da will ich auf jeden Fall hier noch bauen. Vielleicht läuft uns jetzt auf dem Rückweg noch was entgegen. Ja, lass mal gucken hier. Da. Also auf dieser Seite scheint nichts zu sein. Mal gucken, dass wir auf die andere Seite kommen. Ah, ich hab einen. Hä? Vor uns. Vor dem Trike läuft einer rum. Zwei. Na komm raus da. So. Pfeile einsammeln. So, was haben wir denn hier? In den Level 40 nehmen wir mit, den anderen, der kann uns am Arsch lecken. Oder können hier verrecken. So, hast du Narkosebären einstecken? Nö. Na, anders, was tamen willst. So. Ich schmeiß mal das Zeug rein. Weil hier gibt's nämlich, glaube ich, keine Büsche. Ah, den tamen wir, okay. Ja, und du musst doch mal aufpassen. Ich versuch mal schnell Narkose. Ja, ansonsten kriegt er noch einen Pfeil von mir. Ne, ich hab keinen mehr. Ich hab noch 5. Ich häng hier fest, ich komme hier nicht mehr weg. Wie gesagt, den anderen kannst du dann platt machen, aber. Mann. Super, ich gehe zum Narkotisieren und vergesse Narkose. Ist klar. Das war jetzt gerade cool. Ich bin jetzt gerade rübergekupft, habe mir 180 Grad Drehung gemacht und ja, müsste aber reichen eigentlich. Kannst auch im anderen ein wenig Fleisch reinschmeißen. Und mal zwei. Okay, ich bin gerade komplett außer Atem. Oder andere Bronto hat sich wieder freigebackt. So, Trike, du hast Narkotik, danke. Ich hoffe, ich finde dich wieder. Ja, das Witzige ist, ich verreck jetzt hier. You have tamed a Dido. Der heißt jetzt erstmal X. Ja, ich komme hier nicht mehr weg. Also ich werde jetzt hier wahrscheinlich elendlich verrecken. Warte einfach, bis ich wieder da bin. Ja, was? Ich verrecke. Tot. Wieso verreckst du? Weil ich hier stehe, nichts mehr zu trinken habe und mein Essen ist auch gleich vorbei und... Ess doch einfach rohes Fleisch. Ich muss dich erstmal finden wieder. Das ist viel schlimmer. Der andere ist auch getamed.
Ich muss dich trotzdem finden. Ich sehe auf jeden Fall schon mal den Trike. Ah, du bist da. Ja. Hier sterbe ich jetzt auch. Du kannst dich nicht bewegen, weil? Keine Ahnung. Warte. Die zwei haben dich einfach nur blockiert. Ja, aber es bringt nichts. Hast du was zu essen? Ich kann dir ein bisschen Narkotik einflößen. Jo. Komm, renn nach Hause, bis du ein bisschen Hunger hast. Ich kann nicht mehr rennen. Ach so. Welcher Hunger oder welcher Durst? Ich habe sowohl als auch. Jetzt bin ich K.O. Wo ist er denn? Nimm mal all meine Sachen mit. Ich könnte jetzt ein bisschen Narkotik einflößen. Ja, das bringt ja nichts. Ich bin ja eh, Jetzt ist er wieder wach. Dann renn mal. Jetzt kann ich zwar nicht mehr rennen. Level 57, okay. Alter, aber die Dodos sind doch wirklich größer geworden. Die Dilos sind ja fast genauso groß jetzt wie die Dodos. Also zumindest habe ich jetzt schon mal keinen Durst mehr. Ja, Hunger habe ich auch. Schaffe ich trotzdem nach Hause zu rennen. Und wirklich zu rennen. Nein, also du kennst dieses Kreuz, habe ich unten noch so einen 1 mm breiten Streifen. Ach so. Das heißt doch einmal hungern und du bist tot. Richtig. Hungern fängt gerade erst an. Jetzt habe ich eben hatte ich Durst. Schon mal gesehen, ob du vielleicht einen Bärenbusch findest? Wie du festgestellt hast, ist auf diesem Weg kein Bärenbusch. Jetzt habe ich Hunger. Ja, ich sterbe auch gerade. Ja, Starving. Also ich verhungere. Ich schaff das noch. Das heißt, ich habe deinen Krempel umsonst aufgehoben? Weiß ich noch nicht. Ja, auf jeden Fall. Du musst es nur bis zur Bärenkiste oder zum Feuerchen schaffen. So. Oh, dann einer Saurier, der hat sich hier festgepackt. Ja. Habe ich gemerkt. Oder Level 57 ist schon mal da. Nein! Komm schon! Komm schon! Warte mal, ich nehme mal ein paar Bären mit. Okay, ich nehme keine Bären mit. Naja, der Kleine, falls jetzt Hunger hat. Wo ist denn der andere? Hast du den gefunden? Ach, da unten ist er. Oma. Ja. Aber hast du gesehen, wo ich gestorben bin? Ja, ja. Schau mal. Futter. Komm, hier, jetzt darfst du essen. Es werden gerade zwei Steine reingelegt. Achso, Sekunde. Das heißt jetzt O, 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 noch ein O. Das gehört auch noch dahin. Das gehört noch weg. So. Müssen wir alles haben? Komm mal, Dilo. Boah, bin ich fett. Das heißt, wir haben in der ganz kurzen Folge von heute
Ja, als Ausnahme kann man es mal machen. Blöd wird es nur, wenn es Regel wird. So, Spark Powder. Genau. Reingepackt. 300, das heißt, der Kühlschrank dürfte nicht so schnell ausgehen. Wir haben jetzt beide über 10 Fleisch drinne. Quasi mich. Du kannst den Futtertrog schmeißen. Und dann die auch aus dem Ding, oder? Naja, klar. Ah, okay. Du musst nur gucken, dass die das Futtertrog-Symbol über dem Kopf haben. Ja, der hat's. Der hat's auch. Und die haben's nicht. So, Dry kriegt nochmal ein bisschen Health. Und das ist, glaube ich, soweit ich weiß, proportional. Die beiden kriegen jetzt mal 60 Fleisch, das wird dir wohl reichen. Wie lange hält sich das hier drinne? 37 Minuten, 36, 26, 3 Minuten. Was? Fleisch. Nein. Du hast gerade das aus einem Inventar in dein Inventar ins nächste Inventar. Das heißt, du hast die Zeit wieder auf normal gestellt und danach wird es wieder groß gemacht. Also du hast eigentlich die Zeit wie im Dino selber. Und wenn du, wie gesagt, im Kühlschrank hast du jetzt 5 Stunden ein Fleisch. Ja, das sollte ja erstmal reichen, würde ich behaupten. Jo, so, aber wenn ihr noch Namensvorschläge oder irgendwelche Anregungen habt oder uns was fragen wollt oder, schreibt es uns in die Kommentare, darauf freuen wir uns immer. Wir werden die auch immer schön brav lesen. Und ja, dann heißt es jetzt für diese Folge, die etwas länger war, und zwar nämlich doppelt so lang, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.